Hallo, herzlich willkommen. Das hier ist mein erstes Video in unserem Dobby. Dobby ist unser Wohnmobil. Ja, wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Aber zu dem Wohnmobil, da will ich dann irgendwann noch mal eine ausführliche Rundtour machen. Heute geht es um was ganz anderes. Heute geht es um das Thema Fahrräder transportieren. Wir haben uns im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht, wie man denn unsere E-Bikes mit dem Wohnmobil dann transportieren, weil für uns ist essentiell, wenn wir auf Tour gehen, dass unsere E-Bikes dabei sind. Haben wir uns gedacht, ja gut, wir haben die Option, hinten einen Fahrradrecher dran zu schrauben. Wollte ich aber eigentlich nicht. Jetzt habe ich gedacht, haben wir gesagt, wir warten, bis das Wohnmobil da ist, weil die Heckgarage ist nicht gerade klein, ob unsere Bikes da reingehen. Und siehe da, letztes Wochenende waren wir mal wirklich nur 2 Tage weg, einfach um das Wohnmobil auszuprobieren. Da habe ich übrigens nicht gefilmt, da wollte ich eigentlich nur mal genießen. Und in Zukunft werde ich aber da Videos drüber dann machen. Und da habe ich dann die E-Bikes einfach so reingestellt. Ich musste die Vorderräder, die müssen zwar raus wegen der Höhe, aber es ging. Also habe ich mir geguckt, was gibt es für Systeme und bin dann im Internet auf die Firma Radfatz gestoßen. Und habe mir das dann bestellt und das werden wir heute zusammen einbauen. Warum habe ich mich für Radfatz entschieden oder warum will ich überhaupt meine E-Bikes in der Heckgarage haben? Zum einen ist es so, die sind nicht gerade billig, dann sieht man sie nicht, der Diebstahl wird erschwert, weil man wird ja nicht jedes Wohnmobil einfach so aufbrechen und gucken, ob da E-Bikes drin sind. Zusätzlich ist es so, wenn es dann regnet, dann sind die dann, wenn sie hinten drauf sind, ganz einfach voll dem Wetter ausgesetzt. Und ich denke, das ist für die Bikes auch nicht gerade das Beste. Deswegen und zusätzlich, unser Wohnmobil ist 6,96 Meter lang und wir haben uns eigentlich das Limit gesetzt, 7 Meter. Und das können wir damit einhalten. Wenn wir jetzt so da hinten noch einen Träger drauf machen und die E-Bikes, dann sind wir deutlich über 7 Meter. Zusätzlich ist es so, bei uns ist eine Rückfahrkamera verbaut und die wäre dann eigentlich sinnlos, weil die E-Bikes würden voll die Sicht verstellen. So, jetzt will ich euch aber mal dieses System von Radfatz vorstellen. Was ich auch noch sagen muss, ist, ich habe mir diese Sachen selber gekauft, kein Sponsoring, gar nichts. Das ist also jetzt meine, ich will es euch einfach nur vorstellen. Und man kann es von mir aus als Werbung kennzeichnen, aber es ist eine unbezahlte Werbung. Ja, so ist es hier angekommen. Jetzt packen wir es mal aus. So, das ist eigentlich, ist es nur diese Schiene. Auf dieser Schiene sind dann diese Gabelhalter. Und diese Gabelhalter, die kann man jetzt dort verstellen. Man kann das so machen, dass sie ein kleines bisschen versetzt sind, dass die Lenker so nicht aneinander stoßen. Es würde auch noch eine Verlängerung geben. Es gibt noch breitere Schienen, also, aber breitere Schienen geht bei uns nicht, weil man muss genau abmessen. Jetzt, wir haben einen Knaus. Der Knaus hatte diese Verzurösen. Ich zeige es euch dann gleich in der Heckgarage. Und da wird es dann festgemacht. Zusätzlich dabei ist natürlich da Bedienungsanleitung. Schrauben, zwei Zurbänder und diese Halterungen, um sie an der Schiene festzumachen. Ja, wie das dann funktioniert und dann zum Schluss tun wir dann auch noch mal die Bikes reinladen, dass ihr seht, wie das dann ist oder dass ich es auch sehe, weil so auf der Schiene gehabt habe ich sie bis jetzt noch gar nicht. Also das ist jetzt Premiere. Aber ja. Was mir noch einfällt, ist auch das Gewicht ist natürlich. Das Ding wiegt insgesamt, glaube ich, zusammen 3 Kilo. Wenn man so einen Ständer an die Heckgarage, nicht an die Heckgarage, an die Heckwand hinten hin macht, dann ist es so, da liegt man dann eigentlich auch ruckzuck bei 17 Kilo. Na, also 15 Kilo haben wir da jetzt schon wieder eingespart. So, würde ich sagen, und dann gehen wir raus in die Heckgarage. So, dann sind wir da in der Heckgarage und haben hier unser System. Ich mache mal Licht an. Ich werde auch noch hinten die Tür aufmachen, dass es mit dem Licht besser wird.
So, dann können wir loslegen. Das legen wir mal da oben hin. Die Zuckerte dann auch hier hin. Was ich mir noch gekauft habe, ist, normalerweise sind da normale Muttern mitgeliefert. Ich habe aber mir schon Flügelmuttern besorgt, weil ich das dann ohne irgendein Werkzeug vor- und zurückschieben will. So. Befestigt wird das Ganze. Ich muss auch nichts bohren und nichts, keine Löcher reinmachen, sondern das wird ganz einfach so da drauf gemacht, aufgesteckt und dann hier verschraubt mit der Schiene rechts und links. So, dann machen wir die zwei Dinge. Schrauben wir erstmal die Dinger hier rein. So, dann Beilachscheibe, eine Flügelmutter. Na. So, und das machen wir jetzt mit allen. Jetzt müssen die rechts und links gleich sein. Und das ist nicht nur Radfatz, das ist auch Ratzfatz erledigt. Machen wir hier die Schrauben auf. Was man immer im Vorfeld machen muss, ist die Breite zwischendrin abmessen, damit man die Schiene in der richtigen Länge bestellt. Jetzt wird es nur noch hier da rein. Rechts und links. Und dann hier zugeschraubt. Und hier zugeschraubt. So, und jetzt wollte ich die Flügelmuttern, damit ich das ganz leicht vor- und zurückschieben kann, ne, dass es in die richtige Position kommt. Und machen wir es mal nur so ein bisschen fest. Und dann die Dinger kann man dann auch. Ich habe einmal für das Bike von der Claudia eins mit dem Schnellspanner und ich habe eine Steckachse, da gibt es dann eine extra Aufnahme dafür. Aber das gucken wir uns jetzt dann gleich an. Jetzt hole ich die Fahrräder und dann machen wir die einfach mal drauf. So, gucken wir mal, wie das jetzt mit einer Person funktioniert. Ich gebe das Fahrrad einfach schon mal hinten hoch in die Garage rein. So, dann machen wir die Steckachse raus. Legen die auch kurz auf die Seite, machen das Rad raus, stellen das Fahrrad noch mal kurz ab, legen das auf die Seite, die Steckachse brauche ich dann da drin und dann heben wir das Ganze einfach rein. Drauf. So, damit das besser sieht, habe ich das jetzt einfach die Steckachse drauf reingesteckt. Steckachse festgeschraubt. Um besser festzuschrauben, können wir das eigentlich ein bisschen so drehen.
Und dann können wir so. Perfekt. Jetzt kann man das locker machen. Schön das Fahrrad verschieben. Ne? Super duper. Erste Fahrrad ist drin. So, jetzt haben wir mittlerweile das zweite Fahrrad geholt. Bei dem zweiten Fahrrad, Moment, ist der Unterschied, dass ich keine Steckachse drin habe, sondern einen Schnellspanner. Auch hier muss ich den Lenker, diesmal mache ich es gleich, den Lenker wieder schnell rummachen. Mal diese Imbusschraube lösen und die hier lösen. Und schon kann man den Lenker rummachen. Dann tun wir sie ein kleines bisschen festmachen nur. So. Da brauchen wir den Imbusschlüssel nicht mehr. Jetzt machen wir das. Muss ich mal kurz überlegen, wie stelle ich die Pedale? Die Pedale stelle ich mal so. Hebt man das einfach wieder hinten hoch. Ein paar Stückel rein. Jetzt guck mal, kannst du kurz hierher filmen. Einfach nur den Schnellspanner hier aufgedreht. So. Einmal das Rad raus und die Seite gestellt. Und dann schieben wir das Ganze wieder rein. Setzen das da drauf. Und machen hier das Ganze zu. Das war jetzt ein bisschen arg weit offen. Noch ein ganz kleines bisschen. So. Und? Kein Bremsding dabei? Kein was Bremsding? Dass das zwischen die Brems... Das musst du nicht, wenn du oben nichts machst. Ja, aber und jetzt machen wir hier wieder genauso. Hier auf. Einmal ganz nach rechts schieben. Jetzt gehe ich noch mal einmal durch die Garage, nicht hinter die Garage. Halt, das war zu weit, Claudia. Ich habe nichts gemacht. Achso. So. So, jetzt ist der Lenker fest hier. Jetzt verrutscht es nicht mehr. So, und jetzt kommen wir mit dem Fahrrad noch ein kleines bisschen ran. So, perfekt. Oder? Ja. Und jetzt hat man hier noch enorm Platz. Oder? Was meint ihr? Das ist ein System, ratzfatz, nee, Radfatz und ratzfatz. Und wenn man das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Fahrräder reingehoben habe. Und ich denke, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das super duper. So, mittlerweile habe ich jetzt die Fahrräder verstaut hier. Und wie ihr seht, das ist da unten schön da drauf gemacht. Ich kann sie ganz nach rechts schieben. Ich komme jetzt halt auch noch an die Fächer hier hin. Die sind recht fest. Das ist alles perfekt. So, von hinten habe ich das jetzt hier nochmal rechts und links verzerrt. Und das ist bombenfest, das hält. Jetzt haben wir hier noch genügend Platz. Ich kann hier noch meine zwei Stühle und einen Tisch rein und noch eine Box rein. Und hier hinten könnte ich auch noch dann, denke ich, die Keile hin. Jawohl, der Rest wird sich dann zeigen. Super. So,
Jetzt kommen wir mal zum Fazit. Also mein bisheriges Fazit, jetzt habe ich sie gerade das erste Mal rein und raus gemacht, ist, es ist echt super. Ich habe sie da drin, ich muss die Akkus nicht extra rausmachen. Das ist echt ruckzuck erledigt. Ich habe noch genügend Platz in der Heckgarage und die Fahrräder sind aufgeräumt. Perfekt. Also ein richtiger Daumen hoch für dieses System. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr ein Abo abschließt, so verpasst ihr keine anderen Videos mehr. Das ein oder andere wird an dem Wohnmobil, an unserem Dobby noch verändert. Da werde ich dann auch immer gesonderte Videos drüber machen. Wie gesagt, eine ausführliche Roomtour, aber wann ich da dazu komme, weiß ich noch nicht, weil jetzt haben wir ja schon fast Mitte Oktober und schauen wir mal, was dieses Jahr noch so alles läuft, wie auch das Wetter hält. Also, ich freue mich auf das nächste Video und dann bis bald. Ciao.